Nein, ich wandere nicht aus. Auch wenn der Titel dieses Videos das vielleicht vermuten lassen könnte. In diesem Video geht es darum, warum noch relativ moderne Doppelstockwagen von einer deutschen Privatbahn an die dänische Staatsbahn DSB verkauft werden. Viel Spaß! Bis 9. Dezember 2023 war in fast allen RE2-Zügen des Alex von München nach Hof ein klimatisierter Doppelstockwagen mit Tiefeinstieg eingereiht. So hatten die Alex-Züge neben den gemütlichen Abteilwagen auch jeweils einen passenden Wagen für Fahrgäste mit Kinderwagen, Fahrrädern oder mobilitätseingeschränkten Reisenden. Diese 7 Doppelstockwagen sind Baujahr 2009. Am 10. Dezember 2023 hat allerdings die DB Regio die Leistungen des RE2 München-Hof übernommen. Die Deutsche Bahn setzt dort Züge mit eigenen Doppelstockwagen unter Baureihe 146, aktuell auch teilweise 111, zwischen München und Regensburg und der Baureihe 218 zwischen Regensburg und Hof ein. Der Alex fährt seit 10.12. deswegen, bis auf einen Verstärkerumlauf nach Hof, nur noch auf dem zweistündlichen RE25 zwischen München und Prag. Da es allerdings Tunnel in Tschechien gibt, die zu klein sind für diese Doppelstockwagen, kann der Alex auch auf dieser Linie diese Doppelstockwagen nicht einsetzen. Deshalb hat die Länderbahn, die den Alex betreibt, diese Doppelstockwagen an die dänische Staatsbahn DSB verkauft. Die dänische Staatsbahn hat bereits viele baugleiche Wagen und kann deswegen die Wagen gut gebrauchen. Am 28. Dezember wurden die 7 Doppelstockwagen von Regensburg nach Wustermark überführt. Diesen Auftrag übernahm eine E-Lok vom Typ Eurodual vom Hersteller Stadler, der Havelländischen Eisenbahn AG, kurz HVLE. Die Route führte über Nürnberg, Bamberg, Jena, Halle und Dessau. Hier die Durchfahrt in Hirschheid an der Strecke Bamberg-Nürnberg. Liebe Grüße zurück an den Lokführer. Wegen Zugfolge kam der Zug hier vor einem haltzeigenden Signal zum Stehen. Nachdem der vorausfahrende Güterzug weit genug weg war, das heißt den nächsten Block erreicht hat, konnte die Fuhre ihre Fahrt fortsetzen. Ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr und bedanke mich fürs Zuschauen.